Hi und grüß dich. Heute geht es um meine Werkstatt, besser gesagt die Werkstatttour 2024. Das ist nämlich die Halle im Hintergrund. Die habe ich letztes Jahr bezogen im Juni, Juli, also fast vor einem Jahr ungefähr. Und was dort alles so passiert ist, das zeige ich dir in diesem Video. Und vorab, das Video geht wirklich, eine halbe Stunde. Also nimm dir wirklich die Zeit. Vielleicht findest du den einen oder anderen Tipp oder ich gebe dir irgendwie so einen Gedankenstoß, was du bei dir in der Werkstatt umbauen kannst. Und für alle diejenigen, die irgendwie Bock auf T-Shirts haben oder auf Sticker, checkt mal unten die Videobeschreibung, dort findest du einen Link. Und auch mein Kleidungshersteller. So, und ich würde sagen, viel Spaß bei diesem Video. So, ich würde sagen, wir starten mal von hier aus. Das ist die Halle, kennt ihr wahrscheinlich schon, ne? Von dem ersten Video letzten Jahres. Da hatte ich die Scheiben ein bisschen foliert gehabt mit so einer Spiegelfolie. Und mittlerweile habe ich auch ein neues Fenster eingebaut und eine neue Haustür. So, diesen Raum, darüber gibt es auch ein Makeover, weil das, ja, wie soll ich sagen, das beansprucht wirklich ganz, ganz viel Zeit. Ihr seht da unten ein Tischaquarium, darüber gibt es auch ein Video. Fliesen habe ich gemacht. Wandverkleidung habe ich gemacht. Ich mache mal kurz das Licht an. Ja, hier ist viel geschehen. Also wer das Video mal gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Und Küche habe ich eingebaut. Genau. Ich mache es erstmal so, alle Videos, die ich, wo ich denke, die sind nützlich für euch oder sehr interessant, die werde ich mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Auch von diesem tollen Bandpanel. Wir schauen uns erstmal die Werkstatt an. Das hier, wie gesagt, darüber gibt es ein Video. Könnt ihr euch anschauen. Bevor wir weitermachen, noch mal eine kurze Werbeeinblendung von meinem Kooperationspartner JP1880, Herrenmode von Größe L bis Größe 8XL. Unter anderem findet ihr dort auch Motorradbekleidung. Einen passenden Rabattcode habe ich auch für euch, Mr. Handwerk 825. So, jetzt gehen wir mal rein in die gute Stube. Ich habe mit Absicht die Hauptbeleuchtung erstmal ausgelassen. Ja, das hier ist Steffi ihre Ecke, Steffi ihr Arbeitstisch, Steffi ihr Boden. So ein bisschen alles heller, ein bisschen freundlicher. Der wird aktuell für mich als Ablagetisch dient er. Da stehen so ein paar Autoprodukte, die ich mir zugelegt habe. Denn Steffi hat eine Vespa und ich möchte sie so ein bisschen mitnehmen ins Thema Wartung, Ölwechsel und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich so ein paar Sachen bestellt. Unter anderem, es gibt bei Presto wirklich alles, ne? Oder Duplicolor, hier Aufkleber, Entferner, Gummi, Kunststoffpflege, Keilriemenspray ist auch ganz, ganz wichtig. Zinkspray, Kontaktspray, Ölfleckenentferner, jemand, der irgendwie Ölwechsel macht, also es soll ja natürlich nichts auf den Boden kommen, aber ich kann mich, glaube ich, sogar mal erinnern, irgendwo ist mal irgendwie ein Öldings umgefallen. Eigentlich muss man dann die Feuerwehr rufen, ich weiß, aber wenn du jetzt mal Flecken hast, ich weiß nicht, was für Öl, ne? Also Motoröl anscheinend. TH-Tiefenentferner, kennen bestimmt viele. Naja, auf jeden Fall Motorreiniger, wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Gibt es wirklich ganz, ganz viele. Und ich hatte ganz viele Anfragen gehabt auf diesen tollen Wandhalter hier mit den Sprühdosen, wo ich den her habe oder wo das Video ist. Den habe ich selber gebaut, aber den habe ich einfach mal so gebaut aus Langeweile. Ich habe es einfach, ja, ich mag es manchmal, Sachen zu bauen, wo einfach keine Kamera läuft. Steffi, ihre Ecke. So, ja, da haben wir eine Fototapete angebracht. Drei Lampen an die Wand. Rechts ist Stubilein Sogolo von den Holzwerken Ladenburger. Da habe ich die Wand gezogen, eine Schiebetür eingebaut. Da steht meine Bandsäge. Ja, hier ist so ein bisschen
Dahinter habe ich ein Gerüst hingestellt, so ein paar Holzreste. Da soll eigentlich der Kompressor hin. Ja, folgt noch, weil der fehlt wirklich. Also so ein Kompressor ist echt, echt wichtig in der Werkstatt. Da sind so ein paar Hölzer, die ich jetzt eigentlich, ja, ich habe schon die Hälfte verarbeitet. Und kommende Projekte folgen. So, da gehen wir jetzt nicht rein, weil das Ganze wirklich ziemlich zugestellt ist mit kommenden Projekten und ich möchte so ein bisschen die Spannung aufrechthalten und ich weiß halt auch immer, irgendwie bringt man ein Video raus und auf einmal 3 Tage später kommt dann das Video raus, was ich angeteasert habe, was ich vorhabe. Deswegen mache ich das Ganze mal nicht. So, also Steffi ihre Ecke. Übrigens, Thema Heizung, das ganze Thema hier, also mit den Infrarotplatten, das ganze Gestänge hier, falls du das noch nicht gesehen hast, habe ich alles selber gemacht. Oben ist auch ein Luftreiniger. Viele sagen immer, dass der zu hoch montiert ist. Kann durchaus sein, aber ich möchte natürlich auch nicht gegenrennen. Ne? Ja, ich habe 4 Infrarotplatten hier installiert, aber Thema Winter. Ja, hinten ist nochmal ein Infrarotstrahler und hier rechts bei Steffi auch. Der dient einfach dafür, um die Grundwärme reinzukriegen. Und das Ganze ist von der Firma, verzerrt mir die Kameraführung. Das Ganze ist von der Firma Wasner, die mich da unterstützt. Auch ein Video dazu. Wie gesagt, ich werde euch mal alle wichtigen Videos unten verlinken. So, der Apothekerschrank. Ja, der wird noch aufgearbeitet. Der bleibt nicht so. Und jetzt schwenken wir mal rüber. Eigentlich eine ganz, ganz große Halle. Und die zu, ich sag mal, 80% habe ich sie verkleidet jetzt. Hier bei der Kappsäge könnt ihr noch mal sehen, so sah die Halle aus. Wer das Video nicht gesehen hat. Genau, ich habe das jetzt so gemacht, dass ich hier so Thema Absaugung da hinten in die Ecke gequetscht habe. Vielleicht kann man die auch mal irgendwann draußen disponieren. Durchs Blech ist eigentlich schnell gebohrt. Ja, hier ist meine Bohrstation. Sieht eigentlich genauso aus wie in der alten Werkstatt. Ich habe nämlich alles so wieder übernommen. Darüber gibt es auch ein Video jetzt. Und mir war das Ganze mit dem Werkzeug einfach zu unruhig. Deswegen habe ich da einfach Sperrholz an die Wand gebracht. Und ein paar Halter, French Cleat Halter, Anthrazit gestrichen, damit das Ganze so ein bisschen Struktur bekommt. So schaut es nämlich aus, wenn, ja, wenn volle Beleuchtung an ist. Also wir haben hier 2 Strahler links und rechts. Zum Thema Beleuchtung, ja, möchte ich nicht so weit eingehen. Da gibt es auch ein Video von, wie ich das gemacht habe. Eigentlich kann man noch so ein bisschen so Hintergrundbeleuchtung machen. Vielleicht nochmal da hinten Strahler oder dort. Muss ich nochmal gucken. Das kommt aber mit der Zeit. Ne? Genau. Was gibt es noch zu erzählen? Ich habe mir jetzt einen Schraubenreiniger. Also ich zeige euch mal gleich ein paar Sachen. Wir gehen mal nochmal rum. Thema Werkbank. Die habe ich gekauft, die ganz lange Zeile. Das sind 4 Werkbänke. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, wegen der Zeit, dass ich mir die einfach fertig kaufe und zusammenbaue. Das Ganze hat mich jetzt im Zusammenbau 2 Tage gedauert. Und hätte ich jetzt eine Werkbank auf dieser Länge gebaut mit Schubkästen, hätte ich garantiert 2 bis 3 Wochen gebraucht. Jeder kennt das bestimmt, dass man auch mal vielleicht keinen Bock hat auf irgendwie ein Projekt. Und dann liegt das ein bisschen rum und dann irgendwann, kommen wir dann auf 3 Wochen. Ne? Genau, der Stuhl ist eigentlich total toll. Haben mich auch ganz viele gefragt. Ich werde euch mal den unten in der Videobeschreibung verlinken. Ist ganz, ganz nützlich so in der Werkstatt. Ja, da sehen wir meine multifunktionale Werkbank. Und da warten ja noch viele auf den 3. und 4. Teil, der noch nie rausgekommen ist. Ich hätte ja jetzt die Gegebenheiten dazu und die Möglichkeiten. Mir fehlt nämlich noch ein Frästisch. Und kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ich arbeite seit, wie lange mache ich jetzt YouTube hier? Seit 10 Jahren ungefähr. Ja, 2014, hier steht es ja. Und seit 10 Jahren habe ich keine Tischfräse. Ne? Also ihr wisst,
wie viele Projekte euch entgangen sind mit so einer Tischfräse. Eigentlich im Tischlandwerk braucht man eine Tischfräse. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Tischkreissäge, eine Werkbank, eine Tischfräse, eine Abrichtickenhobel und eine Kappsäge. Das sind die wichtigsten Werkzeuge, die fünf wichtigsten Werkzeuge. Genau. Und ich kann euch mal sagen, was mich ankotzt bei diesem Tisch, den ich vielleicht heute nicht mehr so bauen würde. Also es gibt zwei Sachen. Die erste, diese Schaufächer hier, ne, die ich gemacht hatte, die sind einfach nur riesengroße Staubfänger und nehmen voll viel Platz weg. Und das zweite, was mich ankotzt, ist bei dieser Tischkreissäge hier von Bosch die Oberfläche. Die kotzt mich so an, das ist so eklig. Also ihr, wenn ihr mich ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass ich so ein bisschen auf Sauberkeit und Ordnung achte und so ein bisschen was fürs Auge. Und viele sagen immer so, hey, deine Werkstatt sieht aus wie ein Labor, also meine alte Werkstatt zumindest. Und sieht man ja auch hier, ne? Wenn man sich die Werkzeuge so ansieht, dann sieht alles sehr steril und sauber aus. Ja, und das nervt mich so ein bisschen an meiner alten, also an meiner alten Werkbank, meinem multifunktionalen Werktisch. Und den werde ich wahrscheinlich nochmal lackieren. Oder, ja, ich weiß nicht, ob Lackieren was bringt. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob es schon Videos dazu gibt. Oder ich kaufe mir einfach eine neue GTS 10 XC. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auch ein Facelift-Modell. Ich glaube es, ich weiß es nicht so genau. So. Ja, jetzt kommen wir mal zu meiner Werkzeugwand. Da habe ich jetzt mal hier so eine kleine, das wird hier meine Flexstation sein, so dass es leicht zugänglich ist. Hier sind ein paar Zwingen, ja, ein paar Schraubenhalter, also ein paar Werkzeughalter würde ich sagen, wollte ich sagen. Magnetstange kann ich jedem empfehlen, ist wirklich richtig, richtig geil. Gibt es von Wolfkraft übrigens. Und ich musste jetzt wirklich feststellen, dass ich habe hier wirklich viel, viel Werkzeug von der lieben Firma Wolfkraft. Weil es einfach recht erschwinglich ist, also günstig. Und es ist einfach gut. Also Preis-Leistung stimmt. Zum Beispiel hier eine Gummizange. Oder hier, sagen wir mal, die japanische Zugsäge. Ich habe zwei davon, 1, 2, 3, 4, kleine Dübelsäge, 5, eine von Kirschen. Aber die ist einfach unschlagbar vom Preis. Ne? Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch eine von Parkside für 8 Euro, habe ich letztens gesehen gehabt. Aber die von Wolfkraft, die kann sich schon sehen lassen. Und das sind hier einfach Halter, die ich jetzt schwarz lackiert habe, ne? Also beziehungsweise Anthrazit, dass wir hier so ein bisschen Kontrast haben. Oben hell, unten alles dunkel, dass dann nur das Werkzeug hervorsticht. Und diese Marker, da ist eine Bleistiftmine drin, von Wolfkraft. Und hier oben ist ein Anspitzer. Und die sind wirklich sehr, sehr gut. Ich liebe sie. Es gibt auch verschiedene Minen zum Austausch in verschiedenen Farben. Ich glaube, Weiß und Rot gibt es auch. Wenn man beispielsweise auf Nussbaum oder auf Eiche was markieren möchte, sind die wirklich sehr, sehr gut. Ja, das sind so meine French Cleat-Halter, kennt ihr wahrscheinlich alle. Wenn nicht, dazu gibt es auch ein Video, ne? Genau. So, jetzt haben wir hier noch die kleine Schandecke. Ich habe die versucht letztens so ein bisschen aufzuräumen. Ist mir noch nicht so gelungen. Also, ja. Ich muss, glaube ich, mal richtig, richtig aussortieren. Und vielleicht
kann ja jemand von euch den einen oder anderen Akkuschrauber brauchen, allerdings ohne Akku. Also das ist die, ihr seht schon, ne, das ist zu 90% ist es die Bosch-Serie Grün Powerful All Allianz. Aber ich habe einfach zu viele. Also wenn du irgendwie einen gebrauchen kannst, dann schreib es mal in die Kommentare. So, das habe ich letztens gebaut. Darüber gibt es auch kein Video. Das ist einfach so ein Schraubenregal, ne, wo ich ein bisschen sortiert habe nach Größen. Und hier oben rechts sind so meine Edelstahlschrauben und hier ist ein bisschen Spax. Genau. Was natürlich in keiner Werkstatt fehlen darf, ist hier Präzisionswerkzeug. Das habe ich mir hier hingemacht. Ja, mein Lieblingswerkzeug, der Druckluftnagler. Und was in keiner Werkstatt fehlen darf, ist so ein, ja, so ein Rollenhalter. Ne? Den habe ich mir jetzt gekauft diesmal. Ich habe den mal selber gebaut, aber das hat immer nicht hingehauen. Ja. Hier sind meine anderen Halter, alle, die kennt ihr ja. Meine Tischbohrmaschine. Meine Absauganlage. Ja, hier muss ich noch ein bisschen was tun. Ihr seht unten auf dem Boden den Absaugschlauch. Das sind 10 Meter. Ups. So, meine Tellerschleifmaschine. Und da muss ich noch ein bisschen was tun. Ich habe auch so ein paar Rohre noch bestellt. Also ich will da was Geiles machen. Aber ja, erstmal Step by Step. Ne? Ihr wollt ja auch immer ein bisschen was mitkriegen hier. Genau, man kann sich jetzt nicht überschlagen damit. Ne? So, dann hatte ich letztens hier dieses tolle Untergestell gebaut gehabt für meinen Abrichtdinkenhohl, damit der ein bisschen mobiler ist, weil die Füße, die dran waren, die waren wirklich nicht mobil. Und ich habe jetzt hier diese tollen Rollen, die man mit einem Druck oder eine Hebelwirkung kannst du dir dann hochpushen oder hochstellen. Dann kannst du das ein ganzes Ding verschieben. Ne? So, hier ist wieder Studioline Solo. Dann ist ganz, ganz wichtig, finde ich, ich habe den Erste-Hilfe-Koffer jetzt hier montiert. Ach, ich muss meine Telefonnummer raufschreiben. Also nicht meine, sondern im Fall des Notfalles. Genau, das fand ich ganz gut, weil das sieht jeder. Man rennt der dran vorbei förmlich. Ne? Vorher hing ja da hinten in der Ecke. Genau. Ja, zum Boden vielleicht noch mal was zu sagen. Also ich bin wirklich, ja, ich liebe diesen Boden. Ne? Der ist wirklich richtig, richtig gut. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es da unter feucht ist. Ich hatte ein paar Risse vom Fundament ja, zugemacht, versiegelt gehabt. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich habe hier schon mal mein Auto reingefahren, Reifenwechsel gemacht mit einem Wagenheber, Druckstein gehabt, ist alles wieder rausgegangen. Ich habe hier gewischt, ich habe hier geschleift, ich habe hier, was heißt geschleift, geflext. Ne? Und was mich ein bisschen stört, ist, dass der Boden von Steffi schnell schmutzig wird, dass man das sehr, sehr schnell sieht. Aber sonst bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Und ich bin auch froh, dass ich den Boden nicht mit Noppen genommen habe. Ja, einfach so viel Möbel habe oder Werkzeug oder Maschinen, die ich hin und her rolle. Und da würde sich das Ganze nicht so gut machen. Und du bist einfach schneller mit dem Fegen oder mit dem Saugen. Ne? Ich habe mir jetzt also meine Tauchkreissäge hingestellt mit dem Sauger. Ja, dann nehme ich ab und zu mal das Ganze in der Hand und dann sauge ich einfach los. Ne? Auch wenn es aussieht wie Sau jetzt. Ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnehmen kann oder nimmt. Aber ich sauge hier wirklich regelmäßig. Und der Boden ist, wie gesagt, einfach nur klasse. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit diesem Tisch hier. Den nutze ich wirklich sehr, sehr gerne. Und war zwar eine Kooperation, aber ja, ich weiß nicht. Ich hänge auch ein bisschen an diesem Tisch hier. Ne? Also ich würde ihn jetzt nicht so einfach austauschen wollen. Ja, ich bin so ein bisschen überlegen, ob ich mir eine neue Bandsäge hole. Eine Bandsäge, ich wollte gerade sagen vernünftige, das ist ja eine vernünftige, aber nicht für mein Gebiet. Also eine Bandsäge, die ein schönes dickes Blatt hat, wo du mal einen Baumstumpf irgendwie auftrennen kannst. Genau.
Ja, ansonsten wird sich, also ich bin noch lange nicht fertig, ne? Steffi ist am Überlegen, ob wir den, wie soll ich sagen, hier den Apothekerschrank zu ihr drehen und hier eine Werkbank und eine kleine Mauer hinstellen oder bauen, sodass das Ganze so ein bisschen abgegrenzt ist und sie ein bisschen mehr Stauraum hat für ihre Farbdosen und so weiter und so fort. Also sie möchte es halt clean haben und ja. Und bei mir, ja, Thema Absauganlage ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe es zwar jetzt in dieser hier ein Zyklon drin, in dieser hier ein Zyklon, eine Anschaltautomatik, hat damals, ich weiß nicht, 15 Euro gekostet, kostet vielleicht heute 30. Ist ganz einfach anzuschließen. Natürlich nicht mit Verzögerung, aber ich hatte noch nie Probleme damit gehabt. Kann ich dir auch mal unten verlinken. Und ja, ich habe jetzt so ein bisschen das Thema Werkzeugwand abgehakt. Ich lasse das Ganze jetzt so, wie es ist. Und widme mich so langsam mal jetzt der Absauganlage beziehungsweise ein paar Gartenprojekte. Ne, eins habe ich ja schon gebaut gehabt, die Gartenbank, Picknickbank draußen. Dann der Teich, den ich jetzt gemacht habe aus Holz. Und es stehen noch ungefähr 3, 4, 5 Gartenprojekte an, auch ein bisschen was aus Metall, also abwechslungsreich, ne? Genau. Und Ziel ist Ende des Jahres, dass die Werkstatt hier komplett fertig ist. Und ich hatte ja angeteasert gehabt, ein großes Projekt letztes Jahr, das habe ich, oder auch dieses Jahr, das habe ich jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Und genau, da möchte ich dann starten. Ja, so machen wir das. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Und wenn ihr Ideen habt oder Tipps, lasst die einfach mal da. Wenn ihr T-Shirt haben wollt oder Stickers, Mr. Handwerk Stickers, dann gucken wir unten in der Videobeschreibung rein. Und ich würde sagen, abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.